Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute Leute mal etwas komplett anderes, denn ich dachte mir, wir schauen uns heute mal Videos an, die so noch gar keiner gesehen hat. Ich meine, okay, jetzt so gesehen schon, aber zuvor hatte die Videos noch keiner gesehen. Das waren alles nur private Videos, die ich mal vor einer etwas längeren Zeit hochgeladen habe. Und beispielsweise hier sehen wir schon hochgeladen am 17.06.2015. Und ich denke mal, das ist auch ein cooler Einstieg, denn ich habe hier mal so eine Animation hochgeladen, die ich selber in After Effects gemacht habe. Und ich denke mal, ich zeige euch einfach alle Videos. Das sind jetzt hier nicht nur Animationen, sondern auch eigentlich größtenteils Minecraft-Videos. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen sollte, positive Bewertung natürlich nicht vergessen. Und ja, die 23 Aufrufe, das sind jetzt halt nur Klicks. Wenn ich das zum Beispiel Kumpels gesendet habe, beziehungsweise YouTube-Buddies gesendet habe. Ihr werdet sehen, was das Ganze ist. Es ist ein relativ kurzes Video, das jetzt, was wir sehen werden. Und ja, schauen wir uns mal an. Ja, nochmal. Ja, das war es auch schon. Man sieht, das ist hier so eine Animation, die ich damals gemacht habe, wo steht CPAD, Ben, Beats, Phil und halt so ein Unzeichen und es wird halt so ein Schatten hier hintergeworfen. Ich hatte einfach zu der Zeit ein bisschen Bock rum zu experimentieren, also mit After Effects und dann habe ich das einfach mal gemacht. Ja, ich war sehr zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenn es mir bis heute nichts gebracht hat, aber es war einfach mal so ein Spaßexperiment, könnte man sagen. So, kommen wir zum nächsten Video und zwar nennt sich dieses Video Böse Buben und was das Ganze auf sich hat, das werden wir jetzt gleich erfahren. Ich muss sagen, ich habe die ganzen Videos selbst, ich habe die da echt lange nicht mehr gesehen und hier sehen wir zwei Leute, die sich betteln bei Bed Wars und ach genau, ich erinnere mich wieder dran. Das war so, dass einfach zwei Leute aus gegnerischen Teams geteamt haben, also die waren halt so gesehen verfeindet und man durfte halt natürlich bei Bed Wars nicht teamen und die juckt das einfach nicht. Ich meine, ihr seht Leute, der eine ist im türkisen Team, der andere ist im gelben Team und er schreibt noch so richtig dumm fair. Aber der ist schon direkt daneben und er schreibt okay und denkt sich nur so, Alter, nee, den hat da jetzt aber nicht rausgehauen, oder? Ja, und das generell die ganzen Videos, die ich hochgeladen habe, werden so ähnlich heißen, sowas wie böse Buben, also die Titel sind total schwachsinnig und also nichts Neues. Gut, ja, ansonsten, ich glaube, die betteln sich dann hier noch am Ende und einer fliegt runter oder ich weiß auch nicht mehr, was das war und ich glaube, ich habe die Sachen auch nur hochgeladen, weil ich die Leute bannen wollte, weil ich muss sagen, mich hat das einfach gestört und ich meine, wenn halt jemand meint, so spielen zu müssen, dann muss man natürlich irgendwie gegen vorgehen und das heißt, ich habe es hochgeladen, einfach dem Team gesendet und ich meine, sowas kann man halt nicht machen, ne? Ich meine, so Team in Bed Wars, das ist nicht drin, Leute, deshalb neues Video. So Leute, kommen wir zum nächsten Video und zwar nennt sich dieses Video Nanananana, wenn Premiums die Sau rauslassen, Doppelpunkt D. Ja, hochgeladen am 7.3.2012, da war Ranked frisch draußen, soweit ich weiß. Wir schauen uns das Video aber einfach erstmal in Frische an und ich battle hier gegen einen Spieler. Das sind übrigens Hitboxen, die man mit F3B aktivieren kann, falls jetzt hier wieder Leute meinen, ich hacke oder was weiß ich warum. Ist ein Shortcut in Minecraft und ja, genau. Das war ein Hacker, der Premium hatte, deshalb auch der merkwürdige Titel. Und ich muss ja sagen, ach genau, ich habe dann so geschrieben, ich habe mich übelst aufgeregt, Leute, wirklich total aufgeregt und geärgert. Hab dann immer so geschrieben, weil ich war halt genickt und hab gespielt. Ich, der Bann ist sicher, bin Crafting Pad, aha, warum? Er hatte ja nicht mal Ahnung, warum er denn gebannt werden könnte, wirklich. Und jetzt, schaut euch das an, Leute. Er hat, nochmal ganz kurz zur Info, er hatte Premium, ne? Und jetzt, ihr habt gerade ganz klar gesehen, warte mal, ich kann nochmal gleich zurückspulen. Er hatte auf jeden Fall einen Hack an. Und auf einmal, wie aus Wunderhand, deaktiviert der Kollege natürlich den Hack. Und was schreibe ich dann? Boah, ich weiß nicht, was ich da geschrieben habe, Leute. Wirst schon sehen. Ich war da so unglaublich mad, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ne? Weil ich fand das einfach so cool, diesen Spielmodus Ranked und dann solche Leute haben es echt kaputt gemacht. Also, das fand ich wirklich nicht cool und dann lässt man natürlich so ein bisschen die Saurus, raged ein bisschen im Chat. Dann schreibe ich so, sogar als Premium, also ich habe da wirklich rumgeheult. Wie eine Memme, also nichts Besonderes, mi. Und, ihr habt gesehen, der Hack ist jetzt
auf jeden Fall draußen. Da war das Hit-Verhältnis noch ganz anders, viel, viel besser. Man konnte damals viel geilere Kombos verteilen. Und ja, man sieht, nochmal ganz kurz hier zur Info, Leute, der hatte auf jeden Fall No-Knockback oder wie das heißt. Also da ganz klar, also da ist, das ist auch kein Lag oder so. Da bin ich mir schon sicher, Leute, dass das auf jeden Fall ein Hack war. So, kommen wir zum nächsten Video, und zwar nennt sich dieses Video Schlecht am Hacken. Hochgeladen wurde das Ganze am 8.3.2015 und ja, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. So, ich weiß nicht, was uns erwartet, glaub ich dir. Ich weiß auch nicht mehr, was ich davor geschrieben habe. Ich glaube, ich habe dann geschrieben, ich lass dich bannen oder sowas. Wir schauen uns das Video einfach mal in alter Frische an und er hat auch kein Knockback drinne. Und ja, das war auf jeden Fall eine richtig lustige Erfahrung. Also der hatte da wirklich alles Mögliche drin, was man haben konnte. Ich skip mal so ein bisschen durch. Ich weiß nämlich nicht mehr, was das war. Was hat er jetzt geschrieben? Ich habe so schlecht geschrieben. Ah, ich war da echt mad, weil er gehackt hat. Und ich glaube, der hat sogar verloren. Warte, wir skippen mal ein bisschen vor und spielen das jetzt nochmal ab. Also wenn der er hat auf jeden Fall gehackt. Da sieht man es auch nochmal gerade. Und so, schauen wir jetzt mal, ob er eine Chance hatte. Und ich habe einfach gewonnen. Lol. Oh, shit. Ja, ich sag mal so, wenn man schon hackt, ne, dann sollte man das auf jeden Fall so machen, dass man vielleicht gegen Leute gewinnt, die nicht hacken. Also, das ist auf jeden Fall das Paradebeispiel, wie es auf jeden Fall nicht sein sollte. So, nächstes Video, Leute, und zwar nennt sich dieses Video Böser Junge Chris Calvin, Shame on You. Und hochgeladen habe ich das Ganze am 25.06.2014. Es ist also sogar 2 Jahre her. Alter, wie die Zeit vergeht. Und ich würde sagen, wir schauen uns das... Ah, ich muss das Video muten, weil ich hatte da ein Lied im Hintergrund, das weiß ich noch. Deswegen habt ihr jetzt leider keine Musik im Hintergrund. Und das war eine Bad Wars... Ach ja, ich erinnere mich dran. Der Typ hat einfach so krass und dreist gehackt. Ihr habt gerade noch ganz kurz gesehen. Er ist da einfach hochgeflogen. Er hatte auch, glaube ich, noch Knockback und sowas. Also unglaublich, was der Typ sich erlaubt hatte. Und der kannte auch kein Pardon. Ja, manchmal gab es dann auch so Videos wie zum Beispiel dieses hier. Das nannte sich dann einfach Aufnahme 09. Hochgeladen am 15.03.2015. Und ich weiß wirklich nicht mehr, was das war. Oh, wenn du jetzt noch stirbst. Also, ich bin bei einem Zweierteam. Ja, also ich bin am Tod, und da ist auch noch ein Zweierteam. Also, ich bin jetzt tot. Und ich kann mir auch gleich, weil das war die beste Runde meines... Ja gut, ne, hab ich. Nein, aber was ist denn das für ein geiles, mega geiles Video, Leute? Ich denk mal, sowas wollt ihr doch sehen, oder? Ist es nicht? Okay, nächstes Video. So, nächstes Video. Rorox 01 gibt Gas, heißt es. Hochgeladen am 8.3.2015. Und dann schauen wir da auch natürlich gerne mal rein. Und es sieht auch so aus, als wäre das ein Hacker gewesen. Und... Na, der kannte wohl auch kein Pardon, der hackt da rein, bis die Polizei kommt. Der nächste, der gebannt wird. Da war ich schon wieder mad. Also bei der, ich kann mich da echt noch gut dran erinnern. Ich war da wirklich immer richtig angepisst. Bin gerade genickt, Crafting Pad, hau rein. Ich hab dann immer so richtig doofe Sprüche rausgelassen. Das wusste ich, XD. Und trotzdem hackst du? Ja. Ich hätte das echt gestört, muss ich sagen. Deshalb habe ich die ganzen Leute auch reported und bannen lassen, weil ich das mega genervt hat. Weil mich das mega genervt hat. Ansonsten wäre ich nicht instant geplaced worden. Ach, das war ja mit diesem Rank, dass man da immer Ewigkeiten warten musste. Und warum hackst du dann? Ah, ich weiß noch, weil es ein alt ist. Juckt ihr nicht? Also die Begründung ist, wenn ihr einen alten Account habt, kann man damit also ab heute offiziell hacken, Leute. Ne? Das ist jetzt gang und gäbe. So wie der liebe Kollege Rorox 01 das geschildert hat, ne? Klasse Einstellung auf jeden Fall. Der bekommt auf jeden Fall einen fetten Daumen. Not. Ja, kommen wir zum letzten Video, und zwar nennt sich dieses Video Hacker ohne Eier. Hochgeladen am 12.03.2015, und das schauen wir uns jetzt nochmal am Ende an. So, ich weiß nicht mehr so ganz genau, was das war. Aber es wird auf jeden Fall ein Hacker sein, denke ich mal. Ich denke, der Titel ist da vielversprechend, und ich habe da Bann geschrieben und... Oh ja, doch, der haut da ein bisschen auf die Kacke, um das jetzt mal so auszudrücken. Naja,
Gut, Leute, ansonsten kann ich sagen, das wären jetzt alle Videos gewesen, die ich so privat hatte. Vielleicht hat euch das Ganze ja sogar gefallen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ihr könnt ja gerne eine positive Bewertung dalassen. Ich weiß ja nicht, ob ihr die Idee gut fandet oder schlecht. Und ja, Dankeschön, Leute. Wir sehen uns dann morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dann und ciao.